Warte, was? Das Video gab's doch gestern schon. Ja, naja, das Video sollte es gestern geben. 16.30 Uhr wollte ich es online stellen, habe es aber nicht geschafft. Bei mir läuft gar nichts glatt momentan. Ich musste das Video dreimal schneiden, ja. Beziehungsweise eigentlich genau genommen zweimal, aber das dritte Mal musste ich auch nochmal was verändern. Naja, auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, das Video bis 16.30 Uhr zu schneiden. Sondern das Video kam erst nach 9 Uhr online. Dann hat YouTube wiederum gemeckert, da darfst du ein Lied nicht benutzen, das du benutzt hast. Dann dachte ich mir, weißt du was, so spät abends haben das jetzt eh nicht ganz so viele gesehen. Ja, 300 Leute ist schon eigentlich ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Video mehr als 300 Aufrufe hat. Aber naja, auf jeden Fall dachte ich, okay, 300 Aufrufe, es haben jetzt zwar viele gesehen, aber wenn es am Tag kommt, sehen es vielleicht noch mehr. Und da der Titel auch wieder urheberrechtsgeschützt ist, muss ich das wahrscheinlich sowieso nochmal ändern. Und dann habe ich jetzt gesagt, hey, ich ändere den Titel, mache ein bisschen andere Musik da rein und dann ist YouTube zufrieden, dann kommt das Video nochmal online und das ist alles super toll. Wie gesagt, läuft bei mir halt leider nicht so super. Auf jeden Fall habe ich aber jetzt auch einen Uploadplan, beziehungsweise ich bin gerade am Erstellen eines Uploadplans, ja, damit dann auch wieder regelmäßig Videos kommen. Ja, das Erstellen des Uploadsplans ist jetzt nicht so geil, da ich halt auf Projekte verzichten muss. Zum Beispiel, wie gesagt, Projekte wie PES oder so, was ich halt schon, oder WWE, was ich halt schon aufgenommen habe. Und die Folgen sind auf der Festplatte und ich kann die Folgen ja nicht einfach überspringen. Die Folgen sind halt auf der Festplatte, die dann eben kaputt gegangen ist. Aber zur Festplatte gibt es leider noch keine genauen Updates, also das läuft so schwammig vor sich hin. Auf jeden Fall wird sich da was die Woche ergeben und dann sage ich euch da auch nochmal Bescheid, was da mit der Festplatte dann los ist. Naja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid. Schaut unbedingt bei Instagram vorbei, denn da habe ich den Krabbenburger vom SpongeBob nachgemacht. Das ist super, super geil. Schaut euch das Video auf jeden Fall trotzdem nochmal an und vielleicht erkennen die ja, welche Musikstelle ich rausgenommen habe. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Okay, dann viel Spaß. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, endlich geht's wieder los. Gestern kam ja auch ein wunderbares Video zusammen mit Jan, eine neue Karriere gestartet. Unbedingt da vorbeischauen, rechts oben beim i verlinkt. Und heute kommt weiter das Video auch zusammen mit dem Jan. Hi. Hallo. Ja, wir machen eine Elfmeter-Challenge. Auf Jans Kanal haben wir das auch gemacht, rechts oben beim i verlinkt. Allerdings haben wir bei ihm nur die Torhüter gespielt. Bei mir werden wir auch selber schießen. Ja, das wird für Jan ziemlich, ziemlich schwierig. Wir werden heute drei Spiele machen, natürlich wieder zu drei Elfmeterschießen. Und zwar im DFB-Pokal. Alle drei. Heißt, wer am Ende gewinnt, der darf den Pokal dann auch mitnehmen. Das ist eine super Sache. Momentan sind ja noch, ist ja das Viertelfinale, steht ja jetzt dann bald an. Bald im April, aber ja, die dritte Runde war auf jeden Fall lange her, das Viertelfinale. Voll krass, dass es so ein Abstand dazwischen ist, aber naja. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt dafür entschieden, Mannschaften zu nehmen, zumindest in der ersten Runde hier, die schon rausgeflogen sind, ja. Und deswegen nimmt Jan Hertha und ich Frankfurt und die sind auch auf einem Level ungefähr. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein ins erste Spiel. So Leute, dann sind wir hier direkt im ersten Elfmeterschießen. Wie gesagt, Frankfurt gegen Hertha, ich bin Frankfurt und Jan ist Hertha BSC. Natürlich spielen wir hier auf Jans Konsole, heißt, ich bin der blaue Dingens-Typi da und Jan ist der rote. Dementsprechend ist die Qualität ein bisschen schlechter bei mir, aber das ist ja egal. Hast du das Ziel ja ausgestellt? Ja, scheinbar schon. Oh, ja, aber der war gar nicht schlecht geschossen. Doch bei dir gar nicht. Ja klar, aber für mich jetzt meine ich. Also das ist die Ausrede, wenn ich verliere, meine ich. Was für verlieren? Ja, wird verrückt. Wir sind halt beide krasse Schützen einfach. Guck mal, wie der kam. Der war gut geschossen auf jeden Fall. Ich weiß, deiner war eigentlich viel besser geschossen. Ich hatte halt die Ecke. Ausnahmsweise. Jans Video. Oh, der war gut geschossen. Ich hab der war gut geschossen. Wirklich, der mein Controller ist kaputt. Ich hab davor auch schon in die Mitte gedrückt und der hat nach links und jetzt schon wieder. Der war richtig gut geschossen. Ja, mein Controller ist wirklich. Ja. Ach, krieg dich doch alles hier. Ich hab ja gar keine Chance, mein Controller ist kaputt. Oh, wenn du jetzt wieder nach links. Ja, ich drück. Ja, Mann! Mann! Stark! Ich kann nichts machen! Ich bin zu gut im Elfmeterschießen. Aber die ersten beiden Schüsse konnte ich wirklich nicht. Ich hab
Ich hab nämlich... Nein, das war... Ich wollte nämlich wirklich in die Mitte schießen und hab den Stick einfach überhaupt nicht gedrückt. Ich dachte, dann schießt er in die Mitte, aber dann schießt er irgendwo hin. Das wusste ich nicht. Du hast ihn gar nicht gedrückt? Nein, ich hatte meinen Finger gar nicht drauf. Ich hab einfach nur Kreis gedrückt, ach, ganz so, kurz. So, ja. Und ich wusste nicht, dass der dann... so eine Scheiße macht. Gut, ich sollte wirklich noch mal ein bisschen so ins Bootcamp vom Elfenbeinturm gehen. Hast du überhaupt eingetroffen? Nee, ne? Nein. Also meine waren auch nicht sonderlich gut, aber du hast sie zum Glück nicht gehalten und deine, ja gut. Also ich bin immer noch so Elfenbeinturm-Schießen so von FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14 oder so. mit dem wo man so in die Mitte treffen musste und dann, ich traue mich, ich bin einfach dadurch, dass ich das 5, 6, 7, 8 FIFA-Teile so gemacht habe, kann ich nicht bei Elfmeter so den Schussbutton durchdrücken, weil es war immer bei denen, konntest du so ein bisschen so draufdrücken, dann war der schon perfekt und hoch. Aber um den jetzt irgendwie hoch zu brauchen, musst du quasi so. Ich weiß, was du meinst. 10 Minuten, gut, Leute, das war auf jeden Fall das erste Spiel und jetzt sind wir uns gleich wieder bei der Teamauswahl. Ja, schade, dass die hier das Overlay vom DFB-Pokal nicht haben, aber wir feiern schon, obwohl das, ja, das ist nur der erste Sieg, Leute, der hier das Ende zählt. Nehmen wir einfach Zweitligateams. Wir nehmen Zweitligateams, die natürlich dementsprechend dabei waren. Die waren ja alle dabei, ne? Ja. Zweitligateams, die dabei waren. Hamburg bitte nicht, weil die sind noch drin. Echt? Krass. Hamburg ist noch drin. Paderborn ist auch noch drin und Heidenheim auch. Holstein Kiel ist letztes Mal rausgeflogen, wenn die gehen. Was für Luschen. Holstein Kiel hat heute auch zu Hause gegen Fürth gespielt. Also genau wie wir das jetzt hier machen. Holla. Krass. 2-2 ausgegangen. So Leute, wir sind hier im zweiten Match. Wir haben uns jetzt im zweiten Match dafür entschieden, Zweitligisten zu nehmen. Ja, also DFB-Pokal sind ja natürlich auch am Start, die Zweitligisten. Und da muss ich natürlich Greuther Fürth nehmen, denn ihr wisst es, meine Torwartkarriere bei Greuther Fürth, beziehungsweise bin ich Greuther Fürth-Sympathisant, kann man das so sagen, weiß ich nicht. Das wird interessant, so, die können nicht so gut schießen. Die können allgemein nicht so gut schießen. Natürlich nehmen wir uns im allerletzten Spiel dann krasse Gegner. Oder krasse Mannschaft, krasse Gegner. Boah, der war gar nicht so kacke. Also. Doch. Ja, meine sind eher mittiger. Habe ich dir einen Tipp gegeben? Ich probiere den jetzt richtig krass zu machen, okay? Boah, der war schon sexy. Ey, der war gar nicht schlecht. Alter. Ich muss jetzt gerade lernen, wie man Elfmeter schießt. In der Folge. Ja. Oh! Ich hatte sogar die Ecke, Alter. Was ist denn in meinem Video los? So, Keita Ruel im vorletzten Spiel für euch gegen Duisburg. 2 Elfmeter verkackt. Oh. Was? Was? Oh, Alter, wie er in mein Ohr voll brüllt. Ah, das war schon ziemlich hart belastend knapp. Das gibt's nicht. Was ein Backfisch. Kronholm direkt auswechseln. Kronholm, jawoll. Kronholm! Jawoll, Alter, die Fürther gehen ja richtig ab. Guck mal, wenn ich selber schieße, dann läuft der Sache auch. Ich meine, das liegt daran, dass du wahrscheinlich nicht so krass bist. Aber jetzt, Junge, jetzt gehst du richtig auf. Beides mal falsche Ecke. Malcoa, guck mal, hier, der haut jetzt einen richtig krassen, richtig schlechten raus hier. Oh. Endlich. Ich habe voll weit links gelenkt eigentlich, aber der ist halt richtig schlecht, der Typ. Der, glaube ich, irgendwie 47 Elfmeter wert oder so. Aber den halte ich jetzt. Ja! Oh shit! Was war das denn für ein Gerät? Junge! Verrückt, wenn ich jetzt verschieße, habe ich verkackt, ne? Kann sein. Ja, habe ich. Was ist denn mit dir los? Was? Ich habe ganz nach rechts gelenkt! LOL! Yes! Boah, Alter. Was bin ich eigentlich für ein Biest? Also dein letzter Elfmeter, der war echt mega krass. Der war echt mega krass. Ich hab gedacht, meine letzten geht beiden, raus eigentlich, Pfosten meine, raus. Ja, ich auch. Meine letzten beiden, die waren mega scheiße. Ich hab dir gut, du kannst ich hab gerade so voll nach links gelenkt und er hat einfach mittig geschossen. Jetzt voll nach rechts und er hat mittig geschossen. Ja, weil Gott, du nur so ein ganz bisschen angetippt hast, dann. Fürth ist nichts. So schlecht. Nein, ich hab ganz nach rechts. Ja, aber nein, ich meine, du hast nur die Schusstaste so ganz so. Ein bisschen angetippt. Ah, das mache ich immer, das klappt aber bei anderen Schüssen. Das liegt an Fürth. So, Leute, hier fürs letzte Spiel habe ich mich dann entschieden, dass wir natürlich die bestehenden Mannschaften nie noch in
dem Viertelfinale spielen, antreten dürfen, nehmen. Und darunter auch krasse Mannschaften, also Paderborn, HSV, die sind auch immer noch dabei, aber die sind halt nicht so krass. Also sie sind gut, aber nicht so krass. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt entschieden, Heidenheim hier Bayern. Heidenheim ist aber krass. Heidenheim ist tatsächlich krass, die haben gegen Leverkusen gewonnen. Also die haben Leverkusen rausgekickt in der letzten Runde, das ist schon heftig. Braunschweig ist auch krass, die sind aber leider nicht mehr dabei. Ja, die hätten auch gegen Bayern gewonnen. Ja. Okay, Leute, jetzt lange genug geschnackt, jetzt hier Bayern gegen Schalke, Jan Bayern, ich Schalke, let's go, 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 go. So, Leute, dann geht's hier in das letzte Spiel und zwar in das entscheidende Spiel natürlich. Es steht hier auch wunderbar 1:1 wieder. Diesmal haben wir uns krassere Mannschaften genommen, der Jan natürlich noch krasser als Schalke hier. Ich bin Schalke, nichts gegen die Schalke, aber Bayern ist halt nochmal eine Schippe drauf. Ich bin Schalke, Jan ist Bayern. So. Ja, ich freue mich, mit Manuel Neuer halten zu dürfen. Bin gespannt, wie das hier läuft. Und natürlich, der Gewinner hält dann den Pokal in den Händen. Ui. Ja, Alter, warum machst du die jetzt auch immer so gut? Pfosten rein kann man halt nie halten, ne? Das kennst du ja. Pfosten rein ist unmöglich, ja, sehr gut. Ich hab da hingedrückt die ganze Zeit, hab ich da schon hingedrückt. Ja, das wäre aber auch unfair gewesen. Ich konnte nicht mehr ausmachen. Wie soll ich das machen? Ich konnte nicht mehr auf die Taste drücken. Alter, Alter, die Fresse, Mann! Ich bin in die richtige Ecke gesprungen und er kickte nicht. Ah. Gibt's doch nicht. Ja! Ich hab's doch losgelassen! Scheiße, Mann! Ich hab gedacht, du bleibst stehen. Du bist in der letzten Sekunde irgendwie gefühlt gesprungen. Das war richtig dumm, ey. Mann! Du bist wirklich... Ja, weil ich hatte losgelassen, aber er hat es dann irgendwie doch noch gemacht. Du bist die ganze Zeit stehen geblieben und in der letzten Sekunde dann losgesprungen, Alter. Das ist so ein Scheiß gewesen. Nein. Ja, ja, Mann. Rom ist so schlecht, ey. Kannst du direkt verkaufen, ey. Tag auflösen. Ja, Mann. Wie ist deiner gesprungen? Aber jetzt ist wieder Gleichstand, 3-3. Nein, Mann! Kackmitte! Den Helder jetzt mit Neuer, das kann nicht sein! Das kann nicht sein, der Skin! Oh, ich drück jetzt immer so spät, weil du schießt dauernd in die Mitte, das nervt mich. Gar nicht wahr, Alter! Ich hab zweimal bisher in die Mitte geschossen. Auf deinem Kanal einmal, aber... Oh. Hä, bis jetzt hast du immer in die Mitte geschossen eigentlich. Ja, klar, oder? Nein! Easy gewonnen! Easy! Gar kein Problem für mich! Ich bin einfach der Elfmeterkönig, ihr habt's gesehen. Ich musste zwar noch lernen, aber als ich's dann gelernt habe, habe ich zweimal direkt gewonnen. Also ungeschlagen quasi seitdem. Jetzt bin ich Elfmeterprofi, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal auch gegen mich spielen wollt und verlieren wollt. Das wäre auf jeden Fall eine geniale Sache. Ich kann euch beibringen, wie ihr jetzt wirklich gut Elfmeter schießt. Also ich muss ja zugeben, ich bin noch nie gut auf dem Schießen gewesen. Aber ich war eigentlich immer besser als du. Weil deine Elfmeter immer richtig geil waren. Aber dieses Mal hast du halt irgendwie es geschafft, richtig krasse Elfmeter zu schießen. Vor allem Pfosten rein. Du kannst halt wirklich nichts machen, das weißt du ja selber auch. Alter, das war schon sexy. Und gehalten dann auch ein paar. Meine in die Mitte, die waren halt ja gut, ne? Oh nein, jetzt sieht man den Pokal nicht. Was ist das denn für ein hässlicher Scheiß? Was hat er gemacht? Geil. Naja, ihr könnt euch vorstellen, dass Jan den Sieger Pokal Jan gewonnen hat. Ja, das stand auf jeden Fall wenigstens da. Gut, danke fürs Zuschauen trotzdem auf jeden Fall. Wenn ihr weitere Elfmeter-Challenge sehen wollt, wo wir vielleicht auch mal was anderes ausprobieren, ja, irgendwelche... Eine Challenge in der Challenge, ja, dass wir irgendwelche nur Lupfer oder irgendwie was machen dürfen. Dann könnt ihr mir gerne Ideen oder Tipps reinschreiben. Ja. Und dann würde ich sagen, schaut bei Jan vorbei. Lasst mir sagen, was euch gefallen hat. Hau rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.